Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat. Ich präsentiere Ihnen heute Kunst. Nicht die von Menschenhand gemachte Kunst, die für schweineteures Geld in irgendwelchen Museen hängt. Nicht die Kunst, die von Kindern für ihre Eltern gemalt wurden. Ich rede auch nicht von Skulpturen, deren Bedeutung sich nur dem vollkommen Zugedröhnten erschließt. Nein! Ich rede von Kunst, die die Natur selber geschaffen hat. Ich präsentiere euch die kackende Wildsau. Man sollte dann die Kamera auch grundsätzlich eingeschaltet lassen, wäre vielleicht von Vorteil, aber ihr seht ja nachher das Endergebnis. Ich habe gerade mal schon mal versucht, das Brett abzurichten, wie das halt so gemacht wird. Wollte ich euch jetzt nicht zeigen, weil wie gehobelt wird, wisst ihr. Und dann gucke ich auf das Brett, als es fertig ist. Und habe dieses Bild vor Augen. Und das ist nun wirklich viel zu schade, um es zu zersägen. Damit mache ich jetzt was anderes. Und dann habe ich hier noch für die Werkstatt mir damals gebaut, so einen provisorischen Tablethalter. Den werde ich jetzt mal missbrauchen. Ich werde einfach nur ein bisschen abschleifen und dann bleibt das Ding so stehen. Ich finde mal, nach dem Abschleifen sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt mal ein bisschen Öl drauf und dann soll es das mal gewesen sein. Dann wische ich hier nochmal drüber. Das Überschüssige, also die Tropfennasen weg. Und dann sollte das mal so gut wie fertig sein. Und nicht vergessen, bei Leinöl die Lappen ordentlich zum Lüften weghängen. Das Zeug ist brandgefährlich. Im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Es besteht Selbstentzündungsgefahr. Man kann es nicht oft genug sagen. Also, für alle die, die noch keine Erfahrung damit haben, Vorsicht mit Leinöl. Und die Reste schmiere ich mir dann meistens nochmal auf den Tisch drauf. Womit der auch eine zusätzliche Schutzschicht bekommt. Weil das trocknet ja relativ schnell. Und sieht immer ordentlich aus. Und wenn ich fertig bin, ich lege die Lappen meistens hier draußen hin zum Trocknen. Und das nette Teil stelle ich mir als Erinnerung irgendwo hin. Mal sehen, wo es seinen endgültigen Platz findet.